Nach Halloween und Der Exorzist will Blumhouse nun die nächste Horrorreihe neu beleben. Jason Voorhees soll in einem neuen Freitag der 13. Film wieder für Angst und Schrecken sorgen. Die Produktionsfirma Blumhouse Productions gilt als Konstante im Horrorgenre und verzeichnet durch etliche Produktionen regelmäßig große Erfolge. Filme wie Paranormal Activity, Sinister oder Get Out sollten eingefleischten Horrorfans definitiv ein Begriff sein. Auch die von Regisseur David Gordon Green inszenierten Fortsetzungen von Halloween erwiesen sich als erfolgreich. Nun soll neben der Neuauflage von Der Exorzist auch noch eine andere ikonische Horrorreihe wiederbelebt werden. Die Rede ist von Freitag der 13. In einem Interview mit Inverse verriet Blumhouse-Produzent Ryan Turek, dass weitere Filme um den maskierten Serienkiller Jason Voorhees fest auf dem Terminkalender des Studios stehen. Man wolle dabei auf die klassische Formel der bisherigen Filme zurückgreifen. Es brauche laut Turek nicht viele Zutaten für einen Freitag der 13. Film. Ein Sommercamp, die Camper und Jason Voorhees in einer Maske. Neben den geplanten Filmen von Blumhouse wird auch noch eine Serie mit dem Titel Crystal Lake zum Franchise erscheinen, für die sich das Erfolgsstudio A24 in einer Zusammenarbeit mit Peacock verantwortlich zeigen wird. Unter den Darstellern der Serie wird sich unter anderem Adrienne King befinden, die bereits in den ersten beiden Filmen von 1980 und 1981 zu sehen war. Ein Urgestein der Reihe also. Splatter-Fans dürften hoffentlich voll auf ihre Kosten kommen. Thank you.